Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu The Room 2. Hier wurde letztens mal angesagt, es wäre die finale Prüfung. Und ich weiß noch nicht, ob das so stimmt. Und ich weiß auch gerade nicht, was wir noch tun können. Da an den Schrank können wir nicht ran. Ich kann noch nicht nachfragen. Hier haben wir eigentlich auch alles gemacht, ne? Da können wir auch nichts schieben. Da unten kommen wir auch nicht ran. Wir müssen bestimmt irgendwas am Tisch machen. Hier müssen wir noch irgendwas öffnen oder so. Da brauchen wir noch einen Schlüssel. Ach, wir haben noch einen Käfer. Den Käfer können wir ja mal einsetzen. Da fehlt aber immer noch einer. Na. So. Haben wir hier oben noch irgendwas? Können wir das irgendwie aufmachen oder so? Wir können hier oben noch ran. Beim Blick durch das Okular erkenne ich eine merkwürdige Markierung auf der Schrankschublade. Echt? Oh, Tatsache. Warte mal. Die zeigt nach unten. Was will mir das sagen? Warte mal. Ich die jetzt rausziehe. Wie kann ich denn... Was will denn dieser Pfeil von mir? Befindet sich dazu... Ach, auf der Unterseite der Schrankschublade. Okay, ah. Aber nö, da ist nichts. Na, jetzt spinnen meine Lautsprecher. Moment, ich muss mal kurz hinter den Rechner krabbeln. Einen Moment. So. Ah, manchmal, ich weiß nicht, ob das mein Verteiler ist oder mein Verlängerungskabel. Aber auf der Unterseite der Schublade ist nichts. Findet sich da etwas auf der Unterseite einer der Schrankschubladen? Nö. Komme ich an die anderen Schubladen, komme ich auch gar nicht ran. Warte mal. Weiter auf geht die auch nicht. Und hier ist jetzt unten. Hier ist nur dunkel hier unten drunter. Kann ich hier irgendwas schieben, drehen? Den Schalter kann ich auch nicht mehr benutzen. Den haben wir ja schon benutzt. Vor allen Dingen einer der Schrankschubladen. Wir haben doch nur diese Schublade, oder? Das sind scheinbar keine Schubladen. Ja, an den Schrank komme ich gar nicht ran. Vielleicht später. Was soll denn hier Interessantes stehen? Das hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Vielleicht da jetzt? Ah! Okay, eine riesige Wasserwanze. Geil. So, wenn ich diese Wasserwanze jetzt hier ein... Da fehlt ja immer noch das in der Mitte, oder nicht? Ah, ne, da passiert schon was. Was ist das? Ein kleiner Metallgriff, okay. Ein kleiner Metallgriff. Brauchten wir hier für irgendwo noch einen Griff? Warte mal, den gucke ich mir erstmal genauer an. Das ist so ein eckiges Ding.
Haben wir hier irgendwas, wo ein eckiges Ding reinpasst? Da. Oder? Nee, das ist so eher so ein Stern. Nee, das passt da nicht. Schade. Hier hinten. Auch eher nicht. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen aufgeschmissen. Das ist schon der nächste Tipp. Ich guck gerade mich noch mal ein bisschen um. Hier in die Dinger komme ich auch nicht ran. Ich kann die wieder zumachen und auch wieder rumdrehen. Habe ich doch kürzlich schon mal... So einen habe ich doch kürzlich schon mal benutzt. Ja, das Problem, das jetzt kürzlich ist, jetzt bei mir schon ein paar Tage her. Ach, da unten. Nee, da kommt er her. Das war natürlich sehr heldenhaft von mir. Den habe ich vor kurzem schon mal benutzt. Ich habe noch keine Ahnung, wo. Der Griff stimmt mit dem überein, mit dem ich die metallene Flüssigkeit manipuliert habe. Ach Gottchen, das habe ich ganz vergessen, das Ding. Ich dachte, da waren nur die Zahlen drauf. Entschuldigung, das hatte ich komplett vergessen. Stimmt, hier ist ja das Ding. Mann, die Steuerung ist manchmal ein bisschen blöd. Kann ich ja nicht so von oben drauf gucken, genau. Warte mal, hier waren doch so Zeichen. Was war das? Das V? Kann ich da mal näher ran? Danke. Die zwei Vs und die durchgestrichene Zielscheibe. Dann stellen wir das doch mal ein und wieder zurück. Die zwei Vs. Aha! Ein merkwürdig geformter Schlüssel. Den muss ich bestimmt mal richtig einstellen, damit der hier in dieses Schloss passt. Okay. Ah, hier kommen wir... Kann ich den noch bewegen? Nein. Okay. Dann gucken wir mal. Das müsste der sein, oder? Nicht? Mann, ich will das Ding. Warte mal. Na. Einfach nur zwei Striche und noch so ein Nupsi. Ist das nicht der? Die Form des Schlüssels. Ach so, Entschuldigung, ich habe das oben falsch gehabt. So, damit kriegen wir den großen Hirschkäfer. Damit kann ich noch nichts machen. Den großen Hirschkäfer können wir aber hier hinten einsetzen. In diese Käfersammlung. Da müssen wir jetzt irgendwas machen. Warte mal. Ich weiß nur noch nicht genau was. Da muss jetzt irgendwie das Licht drauf. Kann ich denn hier irgendwas von diesen Laserwerfern noch verändern? Ah ja. Ich kann ihn jetzt da unten drauf machen. Und dann geht der unterm Tisch durch, da hinten an die Wand. Aber jetzt kann ich den ja nochmal verschieben, dass der auf dieses Ding an der Kiste geht. Hallo? Da drauf. Dann öffnet sich dieses Ding. Wir kriegen eine Linse. Die müsste auf mein Okular passen. Okay. Jetzt haben wir die Mega-Supersicht. Aber was haben wir denn hier?
Mein Schicksal scheint es zu sein, auf ewig im Schatten größerer zu stehen. Gegen Montfaucons Arbeit wirkt die meine wie eines Kindes tun, und doch vermochte er im Gegensatz zu mir das letzte Geheimnis der Tür nicht zu finden. Den Schlüssel trug er stets bei sich, doch er kannte es nicht. Die Seele ist die Wurzel des Nulls, ein schlichter Handel wird es sein. Meines für ihres und ihres für deines. Das Herz ist der Sitz der Seele. Gute Reise und sieh niemals zurück. Was auch immer du hier sehen magst, sieh niemals zurück. Okay. Kann ich da was einstellen oder so? Nee. Ist alles vollgekrickelt, ihr Alter. Irgendwelche Formeln. Also wir müssen irgendwas hier machen. Aber da muss wahrscheinlich erst irgendwas rein, oder nicht? Ich guck mal, ob ich hier irgendwas drehen, drücken. Ah, die kann ich verschieben. Okay, warte. Der Pfeil zeigt auf dieses Ding und dann sind drei Punkte in der Mitte. Oder wir können da gucken, der eine Punkt ist bei dem Einkaufskorb. Einkaufskorb, Fledermaus und Dreieck. Eins, zwei, drei. Das ist der Start, oder was? Oder was will mir dieser Pfeil sagen? Hä? Ich verstehe dieses Dings hier nicht. Warum? Was sagt mir der Pfeil? Ja, was wird sie wohl enthüllen? Ja, das, ganz komische Sachen enthüllt die. Ganz viele Formeln. Ich hoffe, ich muss hier keine Formeln lösen. Also das ist das nächste Rätsel auf jeden Fall. Aber ich verstehe das hier nicht. Die sind ja auch gleich angeordnet. Ja, die sind gleich angeordnet. Hier ist ein Pfeil. Müssen die alle vielleicht dahin oder was? Hallo, darf ich mal dahin bitte? Vielleicht eins, zwei... Drei. Vielleicht andersrum. Ja, die sind ja eh, ist ja eh egal, wie rum, ne? Ja, das, toll, danke für diese. Also manchmal sind die Hinweise total hilfreich. Und manchmal überhaupt nicht. Na, nimm das mit. Warum ist hier ein Pfeil drauf? Hä? Ja. Mann! Aber das hilft mir doch. Was will mir das denn sagen? Die Hinweise sind für den Arsch. Die drei Punkte sind einfach in der Mitte. Die sind hier bei dem Korb, bei dem Dreieck und bei der Fledermaus da. Aber was will denn dieser Pfeil? Ich verstehe es nicht, es tut mir leid. Im Raum müssten noch weitere Hinweise sein, die dem ähneln, okay. Hier an die Wand komme ich aber gar nicht. Haben wir hier noch irgendwelche Hinweise? Da haben wir noch einen. Ah, ach Gott, jetzt verstehe ich. Die 1 muss also auf dieses Dreieck im Dreieck. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Mann, ist aber auch... Ich bin aber auch doof. Ich wollte jetzt sagen, das ist aber auch doof, aber ich bin ja auch doof. Also die 1 muss auf diese zwei Dreiecke. Die 3 muss auf das Ding. Jetzt müssen wir noch gucken. Jetzt können wir natürlich einfach durchprobieren. Vielleicht müssen wir das sogar, weil ich gerade nicht sehe, wo noch so ein Kreis ist.
Na gut, das können wir ja einfach durchprobieren. Wo das letzte hin muss. Da, 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 da. Ein Herz! Da ist ein menschliches Herz drin. War einfach. Also das war jetzt irgendwie eines der einfachsten 3D-Puzzles, die wir bisher hatten. Abgeschlossen. Ach, das war's wirklich schon. Krass. Glückwunsch, du hast Room 2 abgeschlossen. Du hast die zahlreichen Mysterien dieses unvergleichlichen Raums enthüllt und geschafft, woran schon so viele gescheitert sind. Du bist aus dem Labor und dem verfluchten Haus, in dem alles einst begann, entkommen. Nach unzähligen wissenschaftlichen Untersuchungen kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass die mir zur Verfügung stehende Nullprobe keinesfalls die einzige sein kann, die existiert. Vermutlich gibt es eine Vielzahl irgendwie in Verbindung stehender Proben, die diese eigenartigen Ereignisse auf irgendeine Art und Weise steuern. Professor de Montfort. Vielen Dank, dass du The Room 2 gekauft und gespielt hast. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Als kleiner Independent-Spielentwickler glaubt mir fest an die Macht der Mundpropaganda und der guten Willen aller, die unsere Spiele spielen. Also lass uns bitte wissen, wie dir The Room 2 gefallen hat. Indem du es weiterempfiehlst oder auf unsere Steam-Seite eine Kritik verfasst. Wir wissen deine Unterstützung, dein Feedback wirklich zu schätzen und durch den Kauf und eine Weiterempfehlung mit Fireproof Games. Okay. Das war The Room 2. Wir haben natürlich nicht alle Errungenschaften oder alle Geheimnisse entdeckt, aber wir sind durch. Hätte ich das mal noch an die letzte Aufnahmesession angehangen, dann hätte ich vielleicht nicht so lange gebraucht bei einigen Rätseln heute. Okay, aber ich kann es wirklich empfehlen, wer ein bisschen rätseln will und noch so eine rudimentäre Story drumherum haben will, der sei herzlich zu The Room und The Room 2 eingeladen. Sehr schöne Kniffelspiele. Ich hoffe, es gibt noch The Room 3 irgendwann. Würde ich mich sehr drauf freuen und ich bin ein sicherer Käufer dieses Spiels. Ich danke euch fürs Zusehen und mit Knobeln und mit Rätseln und mit Facepalm und wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, Jan!